Herzlich willkommen im Bette-Bau-Labor. Wir befinden uns hier in einem Normbaukörper nach DIN 4109, Schallschutz im Hochbau. Und ich möchte euch hier zeigen, mittels des Schallmessgerätes hier und den Einbausituationen über uns in dem Raum, wie sich das Ganze verhält. Das zeige ich euch jetzt. Wir befinden uns nun in dem Raum mit den unterschiedlichen Einbausituationen, die wir vorbereitet haben. Zum einen eine 2,5er Duschwanne von uns mit einem Fußsystem verbaut, spiegelt die DIN 4109 da den Grenzwert 30 dBA, den hören wir uns gleich an. Zum anderen verbaut etwas unkonventionell, so wie es früher halt eingebaut worden ist, auf den Steinen im Mörtelbett. Das entspricht also nicht mehr dieser Norm. Und zum dritten, das Einbausystem Universal ist hier verbaut mit einer Floorfläche und diese ist mit Antidröhnen versehen. Das entspricht natürlich allen höchsten Anforderungen, sprich der VDI 4100 und natürlich auch der 4109. Und das zeigen wir jetzt mal. Variante 1. Variante 2. Variante 3. Dieses Experiment hat gezeigt, dass unterschiedliche Einbausituationen zu unterschiedlichen akustischen Eigenschaften führen.